Ja, direkt vom Trainingsplatz in den Pressekonferenzraum. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Samstag beim SC Freiburg. Begrüße wie immer unseren Cheftrainer und Sportdirektor Ralf Rangnick. Und wir fangen auch direkt an mit Ihren, euren Fragen. Wie immer kurzes Handzeichen für das Mikrofon. Martin Henkel, bitte. Dann übernehme ich das mal. Wie ist denn die Personalsituation jetzt vor dem Spiel? Gibt es Verletzte? Gibt es noch Vakanzen oder Spieler, wo Sie noch nicht sicher sind, ob die einsetzbar sind? Ja, der Einzige, der heute nochmal individuell trainiert hat, ist Kevin Campbell. Der hat einen leichten Infekt. Da müssen wir abwarten bis morgen. Aber wir sind im Moment schon guter Dinge, dass er morgen wieder voll mitmachen kann und dann auch spielen kann. Aber alle anderen, außer Emil Forsberg, ist klar, haben heute trainiert und stehen zur Verfügung. Ja, Ladies first, oder? Ich mache mal direkt, weil es gerade so gut passt beim Okay, Personal dann nochmal bitte, weiter. Und Uli Sie Krömer. Emil Forsberg gerade erwähnt haben, soweit ich weiß, hatte der auch diese Woche nochmal eingehende Untersuchungen. Können Sie da nochmal sagen, ob es einen neuen Stand gibt, was ihn betrifft? Ja, eingehende Untersuchungen hat er jetzt nicht unbedingt. Er war letzte Woche nochmal in Konstanz beim Kurt Moser. Der ist jetzt seit Anfang dieser Woche in Österreich zur Behandlung, nochmal bei einem Spezialisten, bei einem Fachmann, der einfach sich jetzt auch auf diese Symphysenproblematiken spezialisiert hat, fühlt sich da momentan auch sehr gut aufgehoben. Unser Mannschaftsarzt Percy Marshall ist auch mit dabei und wir werden jetzt sehen in den nächsten Tagen, wie lange er da noch bleibt. Solange er das Gefühl hat, dass es da noch mal richtig vorwärts geht und ihm das gut tut, werden wir ihn da auch noch belassen. Aber wie gesagt, wie lange er jetzt dort tatsächlich vor Ort noch bleibt, das müssen wir abwarten, noch jetzt die nächsten Tage sehen, wie sich das entwickelt. Aber im Moment ist es auf einem guten Weg, er fühlt sich gut. Aber wir wollen einfach, dass es nachhaltig dann auch nachher gut ist und weg ist, weil wenn er dann irgendwann wieder einsteigt, spätestens im Januar, dann wollen wir einfach auch sicherstellen, dass er damit erstmal Ruhe hat. Annegret? Sind jetzt nach diesem souveränen 2:0-Sieg zu Hause gegen Gladbach überhaupt irgendeinen Grund, auf einer Position was zu verändern? Ja, man könnte meinen, nein, aber das hängt ja jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal davon ab, wie es bei Kevin morgen aussieht, ob der wieder im Vollbesitz seiner Kräfte morgen alles machen kann und mittrainieren kann. Und natürlich kommt es dann ja auch wieder, stellt jeder Gegner dann auch wieder neue Aufgaben. Grundsätzlich allzu viele Veränderungen wird es, wenn überhaupt, sicher nicht geben. Da gebe ich Ihnen recht. Dazu war das Spiel jetzt einfach auch zu überzeugend und zu gut. Aber ja, im Detail ausschließen möchte ich es jetzt im Moment auch noch nicht. Ja, dann nochmal auf der von uns aus gesehenen linken Seite, Martin Henkel. Herr Rangnick, auf dem Papier würde man glauben, der SC Freiburg ist jetzt nicht der absolute Top-Gegner. Können Sie kurz beschreiben, was da auf Sie zukommt, wenn Sie jetzt im Breisgau fahren und wie Sie den Gegner einschätzen? Ja, wir haben letztes Jahr dort verloren, 2:1. Auch in dem Zweitliga-Jahr, in dem ich Trainer war, haben wir dort allerdings in einem, ja, am Rande der Durchführbarkeit befindlichen Spiel auch 2:1 verloren. Damals hat es ja eine Stunde vor Spielbeginn angefangen zu schneien. Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, wobei, ja, weiß man auch nicht so genau in der jetzigen Jahreszeit. Ja, eine Mannschaft, die unter dem nach wie vor gleichen Trainer natürlich die gleichen Tugenden hat, von den Laufstrecken her. Die Mannschaft, die am meisten läuft in der Liga, vielleicht nicht unbedingt am meisten sprintet, aber am meisten läuft, extrem viel Hilfsbereitschaft untereinander, extrem viel Unterstützung in den Situationen, viel verschieben. Das heißt, es ist nicht so einfach, dort überhaupt mal Richtung Tor zu kommen. Nicht von ungefähr haben sie auch eine deutlich bessere Heimbilanz als auswärts. Trotzdem haben sie auch in München den Punkt geholt, haben Gladbach geschlagen zu Hause nach einer Top-Leistung und auch selbst in Dortmund erst kurz vor Schluss dann das zweite Tor kassiert. Also da stand es bis zur 90. Minute, glaube ich, auch noch 1:0. Also das wird alles andere als eine leichte Aufgabe. Da brauchen wir schon auch einen richtig guten Tag, um dort zu punkten. Aber ja, wenn wir an die Leistung von Gladbach anknüpfen können, dann sehe ich uns dort schon auch in einer nicht so schlechten Ausgangsposition, dort tatsächlich Punkte mitzunehmen. Frank Kastner. Herr Rangnick, es tun sich ja viele Mannschaften in Freiburg immer mal wieder schwer. Liegt das vielleicht auch an das kleine Stadion, an die Atmosphäre dort? Liegt es an die Motivationskünste vom Trainer Streich? Was denken Sie dazu?
Ja, das liegt schon in erster Linie natürlich auch an der Spielweise. Und das ist, so wie er ja auch draußen coacht, der Kollege, ist es natürlich, so spielt die Mannschaft auch, mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Emotion. Das Publikum tut ein Übriges dazu, da kann man einfach nur den Hut ziehen. Ich habe ja auch die Zeit unter Volker Finke dort erlebt, in meiner Zeit als Trainer vom SSV Ulm. Was dort geschaffen wurde in den letzten, kann man ja fast sagen, ja, 20 Jahren, ist einfach großartig und inzwischen ein etablierter Bundesliga-Verein. Selbst wenn dann mal man zwischendrin mal wieder für ein Jahr runtergeht in die zweite Liga, dann hat man das zwar nicht einkalkuliert, aber dann geht dort auch nicht die Welt unter und deswegen, ja, ist es einfach schon verdient und verlangt sehr viel Respekt für das, was man dort geleistet hat. Und wir wissen, dass das keine einfache Aufgabe wird für uns. Trotzdem wollen wir versuchen, wenn es geht, sogar 3 Punkte zu holen in diesem Spiel. Und dazu brauchen wir natürlich auch den richtigen Plan. Wir brauchen die richtige Vorgehensweise dort. Und dass wir dort auch gewinnen können, haben wir vorletzte Saison gezeigt. Da haben wir einen Top-Auftritt hingelegt bei dem, glaube ich, 4-1-Sieg. Glaube ich, 4-1 ging es aus damals. Und so ähnlich stelle ich mir unseren Auftritt dieses Mal auch vor. Anne Krim. Herr Rangnick, Timo Werner und Yusuf Paulsen sind seit Wochen bei den Bundesligaspielen eigentlich vorne gesetzt. Was macht es denn so schwierig momentan für Kunja und Augustin, da irgendwie eine Chance zu haben, vorbeizukommen? Ja, wie Sie schon gesagt haben, die Timo und Yussi machen das richtig gut, ergänzen sich in aller Regel auch gut gegenseitig. Ich glaube, dass der eine wichtig auch für den jeweils anderen ist und deswegen ist es schon so, dass die beiden im Moment ja, ein Stück weit die Nase auch zurecht vorne haben. Trotzdem bin ich froh, dass wir die anderen beiden haben. Das heißt, wir können jederzeit nachlegen. Wir können auch jeden der Spieler theoretisch noch zusätzlich bringen, wenn es notwendig ist. Und im Moment sind wir da sicher richtig gut aufgestellt, wie in den anderen Mannschaftsteilen, wenn niemand zusätzlich ausfällt auch. Tom Bachmann. Ja, Herr Rangnick, Sie haben es, glaube ich, nach dem Gladbach-Spiel auch nochmal betont, dass sich Ihre Mannschaft am wohlsten gefühlt hat oder am besten gespielt hat, wenn sie weniger Ballbesitz hatte als der Gegner. Ist es dann auch von vornherein im Moment in Freiburg möglich? Ist das dort die Heimmannschaft, die das Spiel halt mal machen muss, sodass sie auch zu diesem wenigen Ballbesitz kommen, oder wird das ein ganz anderes Spiel? Nö, die Frage ist mehr als berechtigt und auch gut gestellt. Freiburg war, glaube ich, in allen bisherigen Bundesligaspielen nur ein einziges Mal die Mannschaft, die prozentual mehr Ballbesitz hatte wie der Gegner. Also von daher unterscheidet sich deren Spielweise auswärts und daheim jetzt gar nicht so sehr. Und ja, wir müssen schon schauen, dass das Spiel wieder in unsere Richtung sich entwickelt, von der Vorgehensweise. Und selbst wenn wir vielleicht in diesem Spiel auch mal wieder ein paar Prozent mehr Ballbesitz haben als der Gegner, dann kommt es ja immer noch darauf an, was wir damit machen. Und dann geht es einfach auch darum, richtig zielstrebig zu sein, immer wieder auch den nötigen Tiefgang und die Zielstrebigkeit in Richtung Tor an den Tag zu legen, weil alles andere führt eher zu Vorteilen dann jeweils für den Gegner. Aber wir werden sehen, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie Freiburg das Spiel letztlich tatsächlich angeht, aus welcher Grundordnung sie spielen, wie sie vorgehen. Aber das macht das Ganze ja nachher auch wieder so interessant. Das kann man vorher zwar spekulieren und vermuten, umgekehrt geht es den Freiburgern mit uns sicherlich ähnlich. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir jeweils die richtigen Maßnahmen ergreifen, womöglich auch während dem Spiel dann die jeweils richtigen Veränderungen und kleine Korrekturen vornehmen. Aber ja, das wird schon insgesamt eine anspruchsvolle Aufgabe für uns. Stefan Schöner. Herr Rangnick, weil wir gerade bei Timo Werner waren, der FC Bayern München hat eine große Transferoffensive angekündigt, für den Sommer sicherlich auch. Denken Sie da reflexartig auch an Timo Werner? Und ich glaube, einen guten Innenverteidiger können die auch gebrauchen. Nein, daran denke ich überhaupt nicht. Wir sind, wie Sie wissen, ja schon länger in Gesprächen, was die Vertragsverlängerung von Timo angeht. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass Timo auch in den nächsten Jahren bei uns perfekt aufgehoben ist, dass es für ihn auch überhaupt keinen Grund gibt, über irgendwas anderes nachzudenken. Und ja, deswegen habe ich mir darüber, wenn ich ehrlich bin, überhaupt keine Gedanken gemacht, sondern wenn, dann eher darüber, dass es hoffentlich dann spätestens zur Winterpause soweit ist, dass Timo dann seinen Vertrag bei uns verlängert. Und alle anderen Spieler sowieso, die stehen bei uns unter Vertrag. Von daher ja, mache ich mir eher über unsere Transferoffensive Gedanken und nicht über die von anderen Vereinen. Guido Schäfer.
Coach gegen Gladbach sind ja einige Spieler gelobt worden, zu Recht, Upamecano und so weiter. Da ging vielleicht ein bisschen Lukas Klostermann unter. Ich glaube, er hat sein bestes Spiel gemacht, seit er bei RB Leipzig spielt, endlich auch mal über rechts durchgebrochen, Torchancen kreiert und sogar fast ein Tor gemacht. Was hast du mit dem gemacht? Hast du ihm gesagt, er soll endlich mal Fußball spielen und nicht so in sich gekehrt sein? Der hat ja ohne Selbstvertrauen gespielt eine Zeit lang und gegen Gladbach war er Weltklasse fast. Ja, ich fand ihn schon auch gegen Leverkusen ähnlich gut. Dort hat er ja sogar auch ein Tor geschossen. Also ja, am Ende hängt es ja immer auch davon ab, wie wir als Mannschaft spielen. Und die einzelnen Spieler können sich dann in den Vordergrund spielen und auch im positiven Sinne auf sich aufmerksam machen, wenn die Mannschaft funktioniert. Und in diesen Spielen haben wir einfach als Mannschaft richtig gut gespielt. Und dass dann auch Lukas oder Marcel Halstenberg, unsere Außenverteidiger, dann die Möglichkeit haben, zu zeigen, was sie können, ist auch klar. Und Lukas hat die Geschwindigkeit, hat inzwischen, glaube ich, jetzt auch diesen Kreuzbandriss endgültig überwunden, auch was den Rhythmus wieder angeht. Und ja, klar, im Spiel nach vorne, da hat er am meisten Steigerungsmöglichkeiten, auch schon seit er bei uns ist. Und da kommen jetzt auch, macht er auch Fortschritte, wie andere Spieler auch. Und deswegen bin ich da sehr froh über die Entwicklung, die er da auch, genau wie die anderen Spieler, auch jetzt zuletzt genommen hat. Noch eine Frage zu Nordi Mukiele, der hat ja immer hinten rechts gespielt, er ist Innenverteidiger. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein Innenverteidiger hinten rechts spielen soll, ist das ja schon mal schwer an sich. Tut man ihm da ein bisschen Unrecht, wenn man ihn irgendwie bewertet wie einen gelernten Rechtsverteidiger, weil er, wie gesagt, ja eigentlich Vorstopper ist und das kann er ja richtig gut. Gut, das gilt aber für Lukas auch. Als wir Lukas verpflichtet haben, hat er eigentlich auch immer nur Innenverteidiger gespielt in Bochum, ist also auch ein gelernter, ausgebildeter Innenverteidiger. Wenn aber Innenverteidiger sich schwer tun, innen zum Einsatz zu kommen, weil es dort noch mehr Konkurrenz gibt und sie dann eher außen spielen, dann hat sicherlich auch Nordi nichts dagegen. Ich denke, er ist schon einer derjenigen, die auch für eine Außenverteidigerposition in Frage kommen, weil er den nötigen Speed hat, das nötige Tempo, auch eine ordentliche Positionstechnik für diese Position. Ich sehe ihn perspektivisch auch eher im Zentrum, vor allem auch dann, wenn verstärkt mit Dreierkette gespielt wird, was höchstwahrscheinlich nächstes Jahr unter Julian Nagelsmann noch häufiger der Fall sein wird. Und deswegen sind wir auch da froh, dass wir ihn haben. Er muss sicherlich noch stabiler werden in verschiedenen Dingen auf dem Feld, auch teilweise noch mit seinem Verhalten außerhalb des Feldes muss er sich noch an ein paar Dinge gewöhnen, die in unserer Mannschaft einfach normal sind. Da ist er, denke ich, auch auf einem guten Weg, aber ab und zu verlässt er den dann eben auch nochmal und dann muss er dann eben auch wieder durch die Leitplanken wieder dahin geschubst werden, wo er hingehört. Aber grundsätzlich ist es auch ein Junge, der innerhalb der Mannschaft beliebt ist und die anderen Jungs schätzen ihn auch immer wieder für einen Spaß zu haben. Aber wie gesagt, in den anderen Bereichen muss er einfach auch noch Fortschritte machen. Stefan Schöner. Herr Rangnick, weil Sie gerade Ihre Transferoffensive ansprachen, können Sie was sagen zu Tyler Adams, zu Ihrem neuen Spieler? Ja, wir kennen den Jungen ja jetzt schon seit 3 oder 4 Jahren, haben die Entwicklung verfolgt, hat diese Saison nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht in der MLS, war wahrscheinlich einer der auffälligsten Spieler überhaupt in der Liga und bringt eine super Mentalität mit. Wir haben natürlich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten öfters mit Jesse drüber gesprochen, der ihn ja selber auch hatte. Ich glaube, dass der Junge richtig gut zu uns passt. Natürlich muss er sich dann jetzt im Laufe der nächsten Monate ab Januar eben auch an diese Liga gewöhnen, auch an dieses insgesamt doch deutlich höhere Niveau. Aber er bringt sehr viele Voraussetzungen dafür mit. Im Spiel gegen den Ball, mit dem Ball ist multifunktionell einsetzbar. Jesse hat mir gesagt, außer Torwart hat er wahrscheinlich schon alles gespielt. Er traut ihm sogar auch die Innenverteidigerposition zu, wobei wir da, wie wir ja gerade schon gesagt haben, ausreichend gut besetzt sind. Aber ja, das ist ein Junge, der passt, glaube ich, sehr gut zu uns, wir auch zu ihm. Und da freuen wir uns drauf, wenn der dann ab dem 4. Januar Teil der Gruppe wird. Machen wir Hannes Jacobi und danach Anne Grimm, bitte. Sie haben ja gerade eben so ein bisschen drüber geredet, dass momentan der A-Sturm, sage ich jetzt mal, Paulsen und Werner sind. Und dann gibt es vielleicht noch den B-Sturm oder die ein bisschen hinten dran sind. Mit Blick auf die nächsten 2 Wochen gegen Mainz, gegen Freiburg in der Europa League, wo man gewinnen muss, und gegen Bayern, was sind denn da für Sie so die A-Spiele und welches sind die, die vielleicht ein bisschen hinten rangestellt sind? Die Bundesligaspiele sind immer die A-Spiele. Da wollen wir versuchen, in jedem Spiel so erfolgreich wie möglich zu sein. Natürlich wollen wir auch gegen Trondheim, wenn das Spiel dann ansteht, gewinnen, denn
Klar ist auch, das ist Grundvoraussetzung. Dann müssen wir natürlich immer noch sehen, was passiert gleichzeitig in Glasgow. Aber das, wie gesagt, ist ein Thema dann ab Montag. Ab jetzt zählt für uns nur das Freiburg-Spiel. Und ich würde auch ganz, ganz ungern von A- oder B-Sturm reden. Es ist schon so, dass im Moment Timo und Jussi, wie ich schon gesagt habe, einfach so gut drauf sind, dass in den Spielen, wo wir keinen schonen müssen und wo keiner der Spieler eine Pause braucht, nur schwer an ihnen vorbeikommen. Aber man hat bei Matheus Cunha beispielsweise in Berlin gesehen, wie wertvoll er für uns sein kann. Dort hat er in der Startelf gestanden, zusammen mit Timo Werner. Und Giga hat in der Saison und auch letztes Jahr ja auch schon gezeigt, was er drauf hat. Der muss jetzt einfach wieder gucken, dass er nachhaltig in eine richtig gute Form kommt. Und wenn er die hat, dann ist auch Giga ein Spieler, den du bedenkenlos auch in jedem Bundesligaspiel bringen kannst. Und wir spielen immer mit zwei Stürmern mindestens. Deswegen ist es auch gut, vier gute Stürmer im Kader zu haben. Anne Grimm? Wie haben Sie denn die ungewohnte Situation in dieser Woche genutzt mit nur einem Spiel, allen Nationalspielern an Bord? Haben Sie irgendwas Besonderes nochmal trainiert jetzt für den Jahresendsport? Oder? Ja, zunächst mal hatten die Jungs mal wieder einen Tag frei am Dienstag. Das war ja auch jetzt nicht immer der Fall zuletzt. Und wir haben jetzt schon gestern und heute nochmal wieder an unserem Spiel gearbeitet, vor allem eben auch Balleroberung und Umschaltspiel. Aber auch, was machen wir gegen einen sehr defensiv gut verschiebenden, viel laufenden Gegner? Und haben heute auch nochmal uns mit den Standardsituationen beschäftigt, am Ende vom Training für eine halbe Stunde lang. Und morgen ist Abschlusstraining, wie gesagt, hoffentlich mit Kevin Campbell. Und dann werden wir diese Dinge nochmal versuchen zusammenzubringen in einer Trainingseinheit, um dann bestmöglich vorbereitet ins Spiel am Samstag zu gehen. Am Ende geht es immer um die gleichen Dinge, nur hatten wir dieses Mal im Gegensatz zu den letzten Wochen auch wieder ein paar Meter zur Verfügung im Training, um diese Dinge dann auch ein bisschen intensiver zu trainieren. Heike Fiedler. Zwei Fragen, Herr Rangnick. Ich möchte nochmal auf August Heng eingehen. Das letzte Mal hatten Sie gesagt, ja, Einstellung fehlt es so ein bisschen. Jetzt sprachen Sie von mangelnder Form. Konnten Sie inzwischen mit ihm reden? Und die zweite Frage, Ralf Hasenhüttl ist jetzt in England untergekommen. Klingt jetzt blöd, untergekommen als. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen? Haben Sie noch Kontakt zu ihm? Ja, was halten Sie davon? Ja, bei Schicka habe ich ja schon gesagt, das ist ja nicht so schwer zu erkennen gewesen jetzt in den letzten Spielen. Er hat im Moment nicht die Durchschlagskraft und die Konstanz in seinen Aktionen, auch nicht die Zweikampfstärke gezeigt, die er normalerweise hat. Er bringt enorm viel mit. Ich habe gestern mich während des Trainings mal kurz mit unserem neuen Athletiktrainer Rufen Faller unterhalten, der auch sofort gesagt hat, wow, Wahnsinn, was für Voraussetzungen hat er physisch. Das ist eine richtige Waffe körperlich. Das sage ich ja, das wissen wir, das sieht jeder bei uns auch so, aber er muss natürlich auch sie immer wieder wirkungsvoll einsetzen. Und da hat es jetzt sicherlich in den letzten Wochen ein Stück weit gehapert und da gibt es sicherlich auch Gründe dafür, die ich durchaus auch mit ihm versuche zu besprechen. Aber in erster Linie ist es wichtig, dass er jetzt in diesen letzten 2,5 Wochen bis Weihnachten durch gute Trainingsleistungen, aber dann auch, wenn er dann mal reinkommt in dem Spiel, sich wieder die Form holt und damit natürlich auch wieder mehr Selbstvertrauen. Darum geht es am Ende. Was er kann, was er mitbringt, wissen wir, deswegen haben wir ihn geholt. Hat auch immer wieder letztes Jahr im Training, kommen wir gleich zum Thema Ralf Hasenhüttl, immer wieder hatten wir Situationen, wo Ralf über beide Backen gestrahlt hat und gesagt hat, wow, Wahnsinn, was für Möglichkeiten der Spieler hat. Aber das nützt natürlich nichts, wenn du das als Trainer nur weißt und es einfach zu wenig gezeigt wird. Das macht einen dann sogar eher ein bisschen ärgerlich dann als Trainer, wenn man weiß, wie viel da drin steckt und wenn es aber nicht oft genug gezeigt wird. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir mit ihm gemeinsam ihn da wieder hinbringen. Zum Thema Ralf Hasenhüttl freut mich ungemein. Wir haben uns jetzt, als das ja dann für mich auch feststand, dass er dorthin geht, habe ich ihm auch gratuliert, habe ihm eine WhatsApp geschickt. Er hat mir dann auch direkt geantwortet und er freut sich sehr darauf. Ich kann das nachvollziehen. Das ist schon eine besondere Liga und insgesamt auch ein gut geführter Verein, auch in einer Region, wo es nicht immer nur regnet. Der Süden Englands gehört sicherlich zu den Gegenden, in denen ich ja damals auch, zwar nicht in Southampton, sondern in Brighton, studiert habe und gelebt habe, da kann man es aushalten. Ist insgesamt ein guter Verein, auch mit dem Herrn Krüger als, nicht Sportdirektor, aber als Leiter des Clubs, früherer Eishockeytrainer. Und ich glaube, da hat er eine gute Wahl getroffen und jetzt drücke ich ihm natürlich fest die Daumen, am besten gleich ein Erfolgserlebnis am Samstag in Cardiff.
dass er dort einen guten Einstand hat. Und wie gesagt, wünsche ihm dafür alles, alles Gute. So wie es aussieht, wird auch Danny Röhl ihn dort als Co-Trainer assistieren. Das heißt, wir haben einen weiteren Mann, der bei uns jetzt 8 Jahre lang gearbeitet hat, der dort an seiner Seite ist. Und ich drücke beiden ganz fest die Daumen und wünsche ihnen da alles Gute und viel Erfolg. Martin Henkel und danach Guido Schäfer, bitte. Beim Thema Premier League, Ademola Lookman hat jetzt am Wochenende, wurde eingewechselt im Topspiel gegen Liverpool. Wie ist da der Stand der Dinge? Ist das jetzt durch, das Thema? Sind Sie da noch dran? Besteht die Möglichkeit noch, dass er im Sommer kommt? Und zweite Frage, wie ist generell die Transferlage gerade? Heißt es, Sie sind noch an einem dritten Spieler dran? Für welche Position wäre das? Ja, Mola hat gestern sogar von Anfang an gespielt. Ich glaube, zum ersten Mal jetzt für Everton überhaupt im gestrigen Ligaspiel. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt in der Winterpause zu einigermaßen noch für uns darstellbaren Bedingungen realisierbar wäre. Ich glaube nicht, dass ihn Everton abgibt, wenn er gestern von Anfang an gespielt hat. Und auch aus seiner Sicht, wenn er jetzt tatsächlich immer mehr Einsatzzeiten bekommt, stellt sich ja auch die Frage, ob er das dann überhaupt noch unter allen Umständen machen möchte. Also ich halte diese Personalie im Moment für nicht sehr wahrscheinlich und wir werden jetzt auch in der Winterpause keine großen Energien verschwenden oder verwenden darauf, auf Personalien, die eher unwahrscheinlich sind. Und gut, alles andere werden wir sehen. Ja, ich habe das Wort Transferoffensive nicht benutzt, weil ich selber glaube, dass wir eine starten werden, sondern weil eher von einer Transferoffensive von Bayern München gesprochen wurde. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache mir mehr über unsere Transferaktivitäten Gedanken. Es macht nur dann Sinn, jetzt in der Winterpause zusätzlich noch was zu machen, wenn es sich um einen Spieler handelt, der uns nachhaltig weiterbringt und den wir im Sommer womöglich auch hätten verpflichten wollen. Und wenn dann die Bedingungen sich nicht nochmal deutlich verschlechtern, verteuern, dann kann man darüber nachdenken. Ansonsten muss man auch jetzt mal abwarten, was passiert jetzt in der Euroleague. Sind wir nächstes Jahr noch dabei oder nicht? Das wissen wir spätestens dann nächsten Donnerstagabend. Und ja, müssen sicherlich auch nochmal sehen, wie entwickelt sich jetzt die gesundheitliche Situation um Emil, wenn wirklich berechtigte Hoffnung besteht, dass der ab Januar wieder zur Verfügung steht. Dann sehe ich jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit gegeben, dass wir jetzt auf Teufel komm raus noch zusätzlich was machen im Januar. Guido Schäfer. Coach, du machst das ja nicht so schlecht jetzt als Trainer. Was ist denn im Sommer, kannst du dir wirklich vorstellen, dann nur noch Sportdirektor zu sein? Und was ist denn, wenn beispielsweise Manchester United anruft und du hast dann ein Pflichtspiel gegen Ralf Hasenhüttl? Das wäre doch geil, oder? Hast du dich schon entschieden? Du hast Gedanken im Kopf. Nein, ich bin ab Sommer wieder Sportdirektor. Ich habe noch 2 Jahre Vertrag. Ich habe fast den Eindruck, du möchtest mich irgendwo anders hinweg loben. Aber ich fühle mich wohl in Leipzig. Ich fühle mich hier auch in dem Verein sauwohl. Die Tatsache, dass ich jetzt Trainer bin, hatte genau damit zu tun, dass ich mich hier sehr wohl fühle und zu diesem Verein auch 100% mit dem Verein, mit der Stadt identifiziere. Ich bin deswegen jetzt Trainer geworden, weil Julian Nagelsmann eben erst im Sommer kommt und deswegen habe ich im Moment nicht vor, irgendwas anderes zu machen. Und mit Was-ist-wenn-Szenarien macht wenig Sinn, sich da damit zu beschäftigen. Ich mache mir momentan Gedanken, wie wir am Samstag gewinnen und danach hoffentlich noch einige Punkte mehr holen bis Weihnachten. Und im Moment, wenn ich überhaupt mal so weit vorausblicke, freue ich mich auf eine Zusammenarbeit mit Julian und mit dem kompletten Staff, der dann auch für uns wieder zur Verfügung steht und arbeitet. Und ja, darum geht es jetzt in erster Linie. Der Trainerjob macht mir aber auch im Moment sehr viel Spaß. Der macht in der Regel immer dann mehr Spaß als weniger Spaß, wenn du mehr Spiele gewinnst als verlierst. Dann zum Abschluss bitte, Stefan Schöner. Die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk fragten mich, sind wir auch beim Ex-Trainer bei Achim Bayerlautz, da ist nämlich Gast bei denen bei Blickpunkt Sport, Sie zu bitten, zu ihm was zu sagen, zu ihm als Mensch und auch, wie Sie ihn quasi als Trainer weiterverfolgt haben. Ja, ich glaube, es gibt niemanden bei uns im Verein, der ihm diesen Erfolg dort nicht gönnt. Ein wunderbarer Mensch. Ich kann mich noch erinnern, als wir das erste Mal zusammengesessen sind, auch im Hotel Sonnenhof mit Frieder Schroff zusammen damals, um ihn als Jugendtrainer zu uns zu holen. Was auch nicht so selbstverständlich war, weil er war eigentlich bis dahin meistens im aktiven Bereich tätig und hatte gerade als Lehrgangsbester den Fußballlehrer abgeschlossen. Es ist wieder mal ein Beispiel, wie nicht nur Spieler sich bei uns entwickeln können, sondern eben auch inzwischen viele, viele Trainer. Und es gibt
Ja, mir fällt eigentlich gar keiner ein, der nicht entweder hier jetzt bei uns oder auch in den Jahren, als ich dort noch Verantwortung hatte in Salzburg irgendwann Trainer war und nicht danach Karriere gemacht hat und seinen Trainerweg dadurch extrem weiterentwickelt hat. Und da gehört Achim dazu. Ich drücke ihm alle Daumen, dass das weiter so läuft. Bis jetzt macht er einen fantastischen Job. Stehen jetzt wieder im oberen Drittel, haben auch schon, 10, 12 Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Und das ist ganz klar seine Handschrift. Ich glaube auch, dass die Verantwortlichen in Regensburg mit ihm sehr zufrieden sind. Und dann ist es eine Win-Win-Situation. Und ja, drücke ihm weiterhin ganz fest die Daumen. Alles klar, dann herzlichen Dank. Eine Frage war noch. Wenn der Cheftrainer und Sportdirektor noch eine Frage zulässt, dann ist das so. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Rangnick. Noch eine Nachfrage zu Rufen Faller, weil Sie ihn vorhin ansprachen. Warum war das nötig, jetzt noch einen zusätzlichen Athletiktrainer zu verpflichten? Das war nicht jetzt nötig. Wir wollten ihn im Sommer schon. Und Schalke hat, konnte ich auch nachvollziehen, im Sommer vor allem auch Domenico Tedesco gesagt, ich brauche ihn, ich kann ihn jetzt nicht gehen lassen. Und deshalb kam zunächst mal dann nur in Anführungszeichen Daniel Belau, ja, aber der auch jetzt bei uns einen riesen Job macht und, glaube ich, auch innerhalb der Mannschaft sehr viel anerkennenden Respekt hat für seine geleistete Arbeit. Aber Ruven, wie gesagt, haben sie da noch nicht freigegeben und konnte jetzt erst kommen, Anfang Dezember. Jetzt sind wir komplett, sind top aufgestellt, können noch individueller mit den Spielern arbeiten, was die Trainingssteuerung angeht und was die zusätzlichen Trainingsreize betrifft. Und ich kenne Ruven ja noch aus selbst der Zeit, wo er in Groß-Asbach war. Da war er sogar mal 2 oder 3 Trainingseinheiten mein Personal Trainer. Meine Frau hat mir damals einen Gutschein über 10-mal Personal Training geschenkt, aber ich habe dann nur 2 oder 3 davon eingelöst. Er war damals bei der SG Sonnenhof zuständig für die Spieler der ersten Mannschaft. Ich habe ihn dann nach Schalke geholt. Dort war ich allerdings dann nur ein halbes Jahr aus bekannten Gründen mit ihm zusammen. Und er war jetzt, 8 Jahre auf Schalke unter ich weiß nicht wie vielen Trainern oder Sportdirektoren in der Zeit. Und das sagt, schon alles aus über die Qualitäten. Wenn ein Athletiktrainer 8 Jahre lang bei einem Verein wie Schalke immer unter jedem Trainer eine große Rolle gespielt hat und man wollte, dass er bleibt, so war es jetzt unter Domenico auch, dann sagt das einiges über die menschlichen und fachlichen Qualitäten. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir jetzt auch dieses Team endgültig komplett haben.